Hey Leute, willkommen bei Anno 2070. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit der Kampagne. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Hab's, als es rauskam, sehr, sehr viel gespielt. Ist halt schon eine Weile her jetzt. Aber die Kampagne nie gespielt. Ich glaube, bloß mal die erste Mission. Und dann war's das. Ich glaube, das war sogar vor dem Spiel. Da gab's mal noch eine Demo, falls sich jemand noch an solche Sachen erinnert. Ich glaube, da könnte man die ersten Kampagnenmissionen mal spielen. Ist egal. Los geht's. Die Erfüllung des Zwei-Jahres-Plans wird mir bei Global Trust endlich das Ansehen einbringen, das mir zusteht. Okay. Ich dachte, er erzählt noch mehr. Der Zwei-Jahres-Plan, Mission 1. Legen wir direkt mal los. Und da haben wir den schönen Ladescreen. Dürfte nicht so lange dauern. Ich muss sagen, als sie das Spiel damals angekündigt hatten, dieses Zukunftssetting, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich doch dieses Mittelalter-Feeling eigentlich immer am besten fand zu der Reihe. Hat sehr gut gepasst, aber es hat mich dann doch relativ schnell überzeugt, hat ein paar frische Ansätze gehabt, gerade mit den zwei Fraktionen, mit den, ich sag jetzt mal, mit den Grünen, mit denen, die auf Harmonie aus sind und keine Umweltverschmutzung. Und dann halt die Tycoons heißen die, glaube ich, die Bösen mit viel CO2-Ausstoß. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an. Archer hat Zielkoordinaten erreicht. Was Eve zu sagen hat. Da sind sie ja endlich. Vor Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. Hoffentlich plappern die nicht allzu viel. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Kann ich mich sogar noch daran erinnern. Stimmt, ich glaube, das war in der Demo damals enthalten, die erste Mission. So. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Ach, jawohl. Turbine. Hab verstanden. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Mach mal. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu laut. Kleinen Moment. Ich reguliere das noch ein bisschen runter. Wenn es zu leise ist, muss ich es dann halt wieder hochstellen beim nächsten Mal. Haben wir jetzt das Schiff abgewählt? Ja. Nochmal nachschauen, wie das alles funktioniert. Genau. Scanne unbekannte Küste. Damals liefen die Spiele von Ubisoft noch flüssig, als die rauskamen. Mit dem hatte ich nie Probleme mit irgendwelchen Performance-Schwierigkeiten. Können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen? Genau, das würde ich in Empfang nehmen. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Jawohl. Okay, wir müssen in den Südwesten, um dort die erste Insel in Beschlag zu nehmen, dort unseren Kontor zu eröffnen oder zu bauen. Weiter reinzoomen geht gar nicht. Bei Anno 1404 war doch, glaube ich, der Teil davor. Ich komme manchmal mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Da gab es eine Mod, da könnte man richtig weit reinzoomen, also bis zum Gras mehr oder weniger. Das fand ich ziemlich geil. Muss ich mal schauen, ob es das hier auch gibt für den 2070 Teil.
Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. So, da haben wir Solaria Lade, gebaut. Basis, Bebauungsplan. Der Bebauungsplan, okay. Dann müssen wir als erstes mal das Stadtzentrum bauen, das können wir ruhig. Was fangen wir denn an? Fangen wir hier. Moment, wir müssen doch bestimmt zu den Minen runter, dann nehmen wir die gleich so mit. Den hellen Kreis. Hier oben könnten wir jetzt schon was bauen. Durch den Kontor, der hat schon ein bisschen der Insel freigeschaltet sozusagen, wo wir Gebäude platzieren können. Und wenn wir das ein bisschen günstig hier hinten irgendwo hinbauen, dann haben wir hier unten noch ein bisschen grüne Fläche mit. Achtung, zu wenig Unterkünfte vorhanden. Und die beiden Bau von Wohnhäusern auch. Wird empfohlen. Okay, jetzt empfiehlt zu uns Arbeiterwohnungen zu bauen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob hier zwischen auch noch mal einmal Platz sein muss für eine Straße. Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach mal. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Weiß jetzt auch gar nicht, wie viel wir bauen müssen. Oh, wie hatte ich das denn immer gebaut? Das ist jetzt die Frage. Ist ja eh erstmal die erste Mission, da wird's nicht. Also 8 Gebäude, da wird es jetzt nicht drauf ankommen. Straßen bauen, genau. So, dann können wir das ja hier. Können wir das noch mit verbinden? Was kostet Warnung. Denn das? Mehr Baumaterial benötigt. Ladeinformation. Ups, die hat noch was sagen wollen. Hoho, Verzeihung, liebe Eve. Das wollte ich gar nicht. Die Bauzellen, genau, die brauchen wir. Da brauchen wir als erstes einen Basaltbrecher. Und dann noch ein Schmelzwerk, das können wir, glaube ich, direkt noch bauen. Achso, hier kann ich... Wieso kann ich das hier hinten nicht hinbauen? Ach, der, genau, der Basaltbrecher, da bricht ja so aus dem Gelände gleich das alles raus. Hatte der eine... Ist jetzt eh erstmal die erste Mission. Ich muss auch noch mal ein bisschen reinkommen. Ich baue den jetzt einfach mal hier vorne hin. Ich glaube, der hatte keinen Umkreis, wo er Zeug abgebaut hat. Der geht einfach bloß von seinem Standpunkt aus in die Tiefe. Was müssen wir noch bauen? Genau, noch das Schmelzwerk dazu. Am besten gleich in der Nähe. Frag mich, warum wir jetzt hier hinten nichts bauen können. Egal, bauen wir gleich daneben das Schmelzwerk. Und was haben wir denn noch? Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Genau, Nahrungsmangel, natürlich. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Problem gelöst. Na, das hört sich doch gut an. Ich hoffe, dieser Auftrag wird Ihre Fähigkeiten nicht überfordern. Wisst ihr das? Ich sehe schon, wo das Problem bei dieser Turbine liegt. Das kriegen wir hin, sobald die anderen Probleme hier gelöst sind. Okay. Selektieren Sie die Konstruktionsanlage. Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Ach so, die meinten das hier unten. Okay. Ich hätte ja schon längst mit meiner Arbeit angefangen, aber die Energie reicht offenbar nicht aus, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Wuselt auch immer so schön rum bei Anno. Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Okay. Scanne Energieversorgung. Ergebnis mangelhaft. Empfehle Gegenmaßnahmen. Das Kohlekraftwerk. Schaufelrad, Bagger, das sind auch übelste Teile. Also da haben sie sich teilweise echt schön was einfallen lassen, finde ich. Das sieht alles doch schon ganz gut aus. Auch die Gebäude nachher, die gefallen mir dann, wenn die dann noch abgegradet sind, die ganzen Wohnhäuser. Ja, was soll's, komm, das lassen wir da eins frei. Bauen wir es direkt hin. Ist egal, ich baue jetzt erstmal, das ist sicherlich noch optimierungsfähig alles, aber was soll's.
Ja, arbeitet zu 100%. Er kann da einiges rausziehen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das Verhältnis war. Ob ein Schaufelradbagger ein oder sogar zwei Kohlekraftwerke unterhalten kann. Oder ob ein Kohlekraftwerk am besten mit zwei Schaufelradbaggern läuft. Den hier fehlt allen die Energie. Sehen wir hier oben. Energieknappheit. Das Teil muss halt erstmal in den Betrieb gehen, damit wir hier oben sehen, was haben wir, minus 9 Energie. Deutlich zu wenig. Und hier oben können wir auch sehen, Solaria heißt die Insel, die wir jetzt hier mit dem Kontor besiedelt haben. Da können wir Tee anbauen, Gemüse und noch eine Fruchtbarkeit erzeugen. Da können wir was finden später oder was kaufen von den Händlern. Und sehen dann oder können dann entscheiden, was wir hier noch anbauen wollen. So, genau. Wir kriegen Energie dazu. Das Teil arbeitet langsam. 15% müssten das hier sein. Hier rechts unten 16. Das steigt jetzt immer mehr. Quatsch. Hier, das sind die Prozentanzahlen vom Kraftwerk. Und das irgendwie vom Strom, die es ausgibt. Verbunden oder verbinden Sie den Schaufelradbagger und das Kohlekraftwerk mittels einer Straße mit einem Kontor oder Warendepot. Ja, genau das haben wir gemacht. Muss das Teil noch auf 100% kommen? Da warten wir noch mal kurz. Dürfte ja bald soweit sein. So, bei denen sieht es ganz gut aus. Getränke fehlt denen. Können wir da schon was bauen? Ich glaube nicht. Nee. Das wird alles nach und nach noch freigeschaltet. Hier können wir auch die Steuern wieder anheben. Huch. So fühlen sie sich noch wohl. Naja, lassen wir es mal im ganz grünen Bereich. Oder hätte ich das Teil so bauen müssen, dass der Konto noch mit betrieben werden kann. Na, wir warten noch kurz. Dann werden wir es ja sehen. Was haben wir denn hier? Insel gesichtet. Achso. Genau, das ist die Insel, auf der wir uns gerade befinden. So, okay. Hätte ich das Teil wahrscheinlich hier vorne bauen müssen, verstehe ich jetzt nicht warum. Dann baue ich halt noch so ein Teil hier vorne hin, ist mir auch wurscht. Ach so. Energielevel stabilisiert. Aha, Optimierung natürlich. Erfolgreich. Ja, ich gratuliere. Hat natürlich keinen Strom bekommen hier vorne. Deswegen. Empfange dringende Nachricht. Wir lassen das zweite einfach mal hier stehen. Meine Empfehlung: Mail in Ihrem Postfach. Am Damm wären dringende Reparatur- und Wartungsarbeiten nötig, aber Mr. Strindberg sieht das ja anders. Absender der Mail lokalisiert. Aufenthaltsort: Hydroelektrisches Kraftwerk. Ich empfehle die Kontaktaufnahme. Okay, selektieren Sie das hydroelektrische Kraftwerk, um Ingenieur Patterson wegen seiner beunruhigenden Mail zu kontaktieren. Keine Zeit zum Reden. Die Konstruktion der neuen. Das war's nicht. Genau. Das hier hinten war's natürlich am Staudamm. Sieht auch cool aus mit dem Staudamm. Haben sie schick gemacht. Sie haben meine Nachricht also erhalten? Ja. Wenn die optimierte Turbine ungetestet eingebaut wird, könnte das katastrophal enden. Ich bin machtlos, aber vielleicht hört Mr. Strindberg ja auf Sie. Fahren Sie mit dem Kommandoschiff zum Konto von Tor Strindberg. Okay.
fahren wir direkt mal darüber. Die sind ja schon relativ flott unterwegs, die ersten Schiffe, die man hier so hat. Auch schön, wie es die Wellen schön hinterherzieht. Eine ganze Weile sogar. Also nicht bloß ein paar Meter, sondern... Ja, schon einmal quer durch den Bildschirm, kann man sagen. Ja, Peterson wieder einmal. Der wird doch noch überall Gefahr. Der Einsatz der neuen Turbine ist beschlossen. Bringen Sie also lieber diese Materialien zur Konstruktionsanlage. Jawohl, einmal Stahl, eine Tonne Stahl. Müssen wir bei uns einlagern. Bringen wir direkt wieder zurück. Achtung, Produktionsstillstand. Was? Ach so, ja, ist okay. Registriere Energieknappheit. Ist okay. Das wird gleich umgelagert, die Kohle, zu dem Kraftwerk hier vorne. Hab das eben mal hier ausgeschaltet, beziehungsweise pausiert. Da kommt auch schon das Schiff an. So, wunderbar. Ah, der Stahl. Wenigstens das funktioniert. Aber die Arbeiten hier gehen trotzdem kaum voran. Sehen Sie selbst. Selektieren Sie die Konstruktionsanlage, um sich vor Ort ein Bild von den vorherrschenden Problemen zu machen. Gucken wir doch mal, was die hier für Probleme haben. Wir sind ja fast fertig, aber Mr. Strindberg macht immer mehr Druck. Ohne weitere Arbeitskräfte werden wir seine Zeitvorgabe nicht einhalten können. Okay, Fachkräftemangel oder was? Ermittle optimale Anzahl an Fachkräften zum Turbinenbau. Extrapoliere benötigten Wohnraum. Berechnungen abgeschlossen. Gut, dann sag uns doch mal, wie viel brauchen wir. Arbeiterwohnungen, 15 Stück brauchen wir, da erhöhen wir die noch ein bisschen. 8 haben wir. 9, 10. Das passt hier noch hin. 11, 12, 13. Spiel gespeichert. Da hat es jetzt automatisch gespeichert. 14, 15, fertig. Brauchen natürlich noch eine Straße. Ist echt nicht optimal, aber... Ich registriere eine Weiterentwicklung. Ist egal. Gratulation. Danke, 15 Einwohner, nee, beziehungsweise 15 Wohnungen. Man kann auch irgendwo sehen, wie viele Leute da drin wohnen hier. 2 von 8 maximal. 80 Einwohner haben wir hier oben. 82, 83, 84, steigt immer weiter. Haben Sie meine Anweisungen genau befolgt? Okay, die optimierte Turbine. Halt. Haben wir die jetzt schon im Schiff? Ja. Diese Turbine soll den Energieoutput des Kraftwerks also verdoppeln? Das werden wir ja sehen, wenn sie eingebaut ist. Peterson, okay. An die Arbeit. Zeit ist Geld. Schiff fährt automatisch los und jetzt sehen wir, ob das klappt. Jammern Sie nicht, Peterson. Für Ihre Tests ist auch später noch Zeit. Sobald die Turbine eingebaut ist, wird das Kraftwerk auf volle Leistung gebracht. Auf volle Leistung, ohne Test. Purer Wahnsinn. Die strukturelle Integrität des Damms wird das nicht verkraften. Verdammt! Der Belastungspuffer ist ausgefallen. Die Halterungen brechen. Wir müssen raus hier. Alle raus! Peterson! Was haben Sie getan, Sie Idiot? Für diese Katastrophe werden Sie sich schön allein vor Global Trust verantworten. Na super. Geht ja gut los. Karrierepunkte 50. Sie haben gewonnen. War noch nicht so schwer. Wunderbar. Es hat alles geklappt. Gut. Kann ich jetzt die Missionsübersicht wählen? Ah ja. Weiter geht's mit Mission 2. Allerdings erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und haut rein. Bis zur Mission 2. Ciao.